und willkommen zum ersten Teambuilding des UDTR. Wir bekommen gleich an Spieltag 1 unseren Top 2 Genossen, also vom Skill-Level her genau gleich eingerankt wie ich. Und das ist Lars. Lars ist tatsächlich, ja, ist ein guter Spieler, gegen den habe ich schon mal gespielt. Und es war ziemlich schwierig. Ja, er hat auch, soweit ich weiß, ist das jetzt eben seine allererste YouTube-Liga. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie er sich schlagen wird, weil so mit Aufnehmen und so bin ich sehr gespannt. Ich weiß nur, dass er bisher viele Showdown-Ligen gespielt hat und so eben YouTube-mäßig noch gar nichts. Also mal schauen. Aber ja, es geht ja heute darum, das Teambuilding gegen seinen Kader, der stressig ist. Was hat er denn? Er hat Iron Valiant, er hat Corviknight, er hat Sandy Shock, er hat Gudra, er hat Slowbro, er hat Espeon, Leafeon, Nachi Stack, dann Xian Pao, Komala, Haunter und die Oricorios. Ja, der hat zwei T1-Mons und leider sind beide T1-Mons ziemlich gut gegen mich und die werden auf jeden Fall stressig, aber gehen wir mal durch. Wir beginnen beim schnellsten Mon einfach wieder mal und das ist Xian Pao. Xian Pao mit 135er Speed. Ja, der ist immer ein stressiger Genosse, also gegen den wirklich sinnvoll irgendwie einen Check zu haben, ist nicht so wirklich möglich, muss man sagen. Der hat ja die coole Fähigkeit, dass die Defense gelowert wird von allen Mons. Und deswegen ist es dann schon relativ stressig, weil du kannst zwar theoretisch einen guten Check haben, aber es bringt dir genau gar nichts, weil halt durch das Defense-Lowern straight up alles mehr Schaden macht. Du hast halt quasi einen Death-Drop automatisch Intus und die Stabs von dem würde halt Tinkerton zum Beispiel mega gut nehmen, aber der hat auch Sacred Sword und Sacred Sword würde normalerweise auch nicht so viel machen. Aber durch die Fähigkeit halt schon. Deswegen kann man gegen den eigentlich keinen Check finden. Und ja, da muss man sowieso einfach komplett offensiv reinpressuren. Ich meine, mein Kader ist eh nicht drauf ausgelegt, wirklich defensiv zu sein. Sondern der soll eh offensives Gemetzel sein. Deswegen, ja, ist das sowieso die Strategie dahinter. Aber ja, gegen Xian Pao habe ich straight up keinen Check. Da muss ich normalerweise immer einen Sacken. Das ist sehr, sehr schade, dass es so ist. Aber dennoch, ja, ich meine, Revenge-mäßig habe ich jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Das ist ein bisschen auch so, unter anderem auch etwas stressig, weil wir haben von den Monster, die Scarf sein können, bei uns jetzt nicht so viel Auswahl, beziehungsweise die wollen meistens nicht Scarf sein und wenn sie Scarf sind, dann pressuren sie den hier nicht mal so gut. Also der ist wirklich stressig und der kommt safe mit. Sein zweitschnellstes Mon ist auch gleich sein anderes T1. Das ist Iron Valiant. Das ist sein wirkliches T1. Xian Pao ist ja nur sein Free. Ist ja nur ein Free-Pick. Und ja, also Iron Valiant sieht auch sehr, sehr gut aus gegen unser Team-Imo. Das einzig Gute quasi an der ganzen Sache ist, dass Roaring Moon schneller ist als der. Weil der hat 116 Speed, Roaring Moon hat 119. Das heißt, er müsste theoretisch scarfen, wenn er schneller sein will. Auf natürliche Art und Weise. Beziehungsweise auf natürliche Art und Weise ist es nicht. Wenn ich Speed creepe. Und ja. Ansonsten ist er trotzdem scary. Weil wir für den, also der hat so heftige Coverage auf all seinen Moves und was auch immer, dass, ja, dass der eigentlich alles von uns ziemlich gut hittet. Dann kann der auch noch physisch unspeziell sein, was das natürlich nicht leichter macht. Und ja, der ist halt einfach auch mega stressig. Also die T1-Mons, die sind schon wirklich, boah, die sind schon wirklich, wirklich gut. Und ich glaube, da hat es sich richtig für ihn gelohnt, dass er quasi einfach seine Free Picks ein bisschen vollgeschissen hat. Mit irgendwas. Er hat da eh noch gute Mons erwischt im T5, im Free und im T4 eigentlich auch. Daher hat sich das für ihn eigentlich sehr, sehr gelohnt, muss man sagen.
Und das ist dann schon wirklich, wirklich stressig. Ja, Iron Valiant kommt auch safe mit. Also die zweite Einsmanns natürlich. Ich glaube, die wird er auch immer bringen, weil die Combo einfach brachial ist. Und kommen beide mit. Nächstes Mon ist Espeon. Espeon ist auch mit 110 Speed, ist sein Terra-User. Hier seht ihr die Terra-Typen, Fee und Feuer. Fairy Fire. Ja, Espeon, muss ich jetzt ehrlich sagen, sehe ich nicht so wirklich gegen mich. Ich meine, ja, es ist ein Terra-User. Aber der macht halt eigentlich gegen so... Mit Psycho-Attacken macht er jetzt nicht so mega viel gegen meinen Kader. Klar, der kann auch eben Fairy sein für Roaring Moon zum Beispiel. Oder für Ramoth könnte er auch sein. Und Feuer überlege ich gerade. Sehe ich aber eher weniger. Ich wüsste nicht, warum er unbedingt Fire spielen will. Das bräuchte er eigentlich nur, um Steals zu hitten. Ja, dann kann er Fire sein gegen Tinkerton theoretisch. Wäre eine Möglichkeit, ja. Aber ich weiß nicht, ich sehe den allgemein nicht so heftig. Ich habe ja Mons, die können den revengen, also wenn er geterrert ist. Und ja, Tinkerton kommt normalerweise gut in den rein. Also ja klar, er hat Feuer als Terra-Typ, was natürlich schon stressig sein kann. Aber andererseits habe ich auch gute Fire-Resistances, so gesehen. Also das, die Sache ist, Espeon sieht nicht per se richtig kacke aus gegen mich. Ich sehe einfach nur 6 andere Mons viel eher, weil die 6 anderen Mons, die ich sehe, sind halt einfach gut, besser gegen meinen Kader-Imo. Ja, deswegen ist Espeon eher so ein Manko, alles in allem. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter zum nächsten Mon. Und das ist Sandy Shocks mit 101 Speed. Sandy Shocks muss ich, glaube ich, gar nicht großartig viel dazu sagen, weil ich hatte das Mon ja selber und ich finde es absolut geil. Gegen meinen Kader sieht es auch echt nicht so schlecht aus, weil mein Ground-Type hat ein richtig beschissenes Bedef. Also Donphan hat leider gar keinen Bock, ein Switching gegen Sandy Shocks zu sein. Daher ist das schon mal schwierig. Was aber ganz gut ist, ist, dass ich mit Kilowattrell ein Mon habe, welches sowohl eine Electric als auch eine Ground Immunity haben kann. Also Ground sowieso, aber Electric durch World Absorb. Er hat Power Jam, also Sandy Shocks kann Power Jam spielen. Das wissen wir natürlich, ne? Habe ich selber oft genug gespielt oder habe ich sogar in einem Matchup selber gespielt. Aber ja, so gesehen habe ich nicht wirklich einen fett geilen Switching gegen den. Außer Bramble Guest wäre noch eine Möglichkeit, ja. Für Power Jam muss ich scouten. Wenn er kein Power Jam hat, ist Kilowattrell komplett free. Irgendwo. Und wenn er choiced ist, dann muss er sich sowieso immer richtig locken. Weiß nicht, ob er das will. Aber wenn er nicht choiced ist, dann macht er entweder wenig Schaden oder outspeedet halt manche Mons von mir nicht, wie zum Beispiel eben Roaring Moon oder Kilowattrell. Oder Espafra ist auch noch ein Ding. Wobei man aber auch sagen muss, dass er Kilowattrell ist zwar kein per se schlechter Switch-In in den, wenn er kein Power Jam spielt oder so, aber der macht dem halt leider auch nichts. Also Kilowattrell macht Sandy Shocks genau nichts, weil der hat Electric und Flying Moves und ja, sonst halt nichts. Der hat halt straight up nichts. Das ist ein bisschen scheiße. Aber ja, es könnte schlimmer sein. Schauen wir mal, wie wir das umspielen können. Kommen wir zum nächsten Mon. Erstmal, das ist interessanterweise zwei Mons auf 95er Base Speed, nämlich einmal Leafeon. Leafeon sehe ich jetzt nicht wirklich gegen mich, ich wüsste nicht, wofür der mitkommt, weil Switch-In gegen Roaring Moon hat der bessere, Switch-In gegen Quickquavel hat der bessere, von Ramoth wird's gehopst, Switch-Ins gegen Tinkerton hat der bessere, gegen Donphan hat der bessere, also klar ist schon sehr gut, aber er hat noch bessere. Deswegen, Leafeon sehe ich nicht, also straight up sehe ich das einfach nicht. Und ja, eigentlich kann ich direkt weitergehen, weil Leafeon kommt halt wirklich nicht mit. Ich wüsste nicht warum. Also ich wüsste nicht, welche Aufgabe Leafeon erfüllen sollte in diesem Matchup. Es ist weder ein guter Switch-In oder es ist weder der beste Switch-In gegen ein paar von meinen Mons, noch macht er offensiv wirklich heftig Pressure.
weil ich halt sowas wie Ramod und Tinkerton habe. Und auch gegen Roaring Moon macht er nicht mal so viel. Also Leafeon schließe ich einfach mal getrost aus. Das nächste Mon sehe ich auch nicht so wirklich. Das ist auch 95er Base Speed, das ist Haunter. Der kann zwar so als spezieller Breaker somewhat mitkommen, so falls er den unbedingt haben will, aber da kann er auch einfach Iron Valiant und Sandy Shock spielen. Also die erfüllen die Rollen besser. Außerdem ist Haunter sowieso, also der lässt eigentlich Tinkerton immer zu. Der macht jetzt nicht so mega viel gegen Ramod, also wüsste ich, to be honest, nicht unbedingt, was Haunter in dem Matchup machen will. Außerdem ist sogar Grafire irgendwie ziemlich guter Switching gegen Haunter. Also ich würde straight up einfach behaupten, dass Haunter auch nicht mitkommt. Aber es sind ja halt T5-Mons, ne? T5-Mons sind halt nur für spezielle Anlässe irgendwie gefragt. Und das hier ist aber keiner davon. Also ich wüsste nicht, warum er den unbedingt mitbringen sollte. Deswegen gehen wir einfach straight up weiter. Und zwar die Oricorios. Ja, die Oricorios sind so ein Ding. Das Feuer-Oricorio ist jetzt eher mäßig gegen mich. Das Elektro-Oricorio ist ganz gut. Wobei man da dazu sagen muss, dass ich ja Kilowattrill habe. Aber ja, Kilowattrill macht halt da auch wieder nichts. Außer halt so ein bisschen T-Bolten. Aber da ist dann das Problem, dass ich einfach, dass ich halt theoretisch nichts mache, während er Quiver dancen kann ohne Ende. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber ja, Oricorios sind so ähnlicher Fall wie Psyana. Psyana sieht per se nicht schlecht aus, genau so wenig wie die Oricorios nicht schlecht aussehen. Aber es gibt einfach 6 bessere Monsimo. Und deswegen, ja, glaube ich jetzt mal nicht, dass die Oricorios mitkommen. Oder halt eins davon, lol. Wenn eins mitkommt, dann sowieso das Elektro-Ding, weil das eh das Beste ist, sowieso. Und das Einzige, das glaube ich gegen Kilowattrillo auch eben Setup rausbekommen kann, ohne irgendwelche Probleme, weil die anderen haben da, glaube ich, ein bisschen mehr Probleme. Ja, das ist das. Gehen wir weiter. Das nächste Mon ist Goodra. Goodra mit 80 Speed, also zwischen 93 und 80 hat er eine kleine Speedlücke. Ja, Goodra sehe ich in dem Matchup. Vor allem muss er das mitbringen, weil das sein einziger Check gegen Ramod ist. Er hat straight up keinen Check gegen Ramod. Weswegen ich sehr, sehr stark der Meinung bin, dass Goodra mitkommen wird. Er muss es eigentlich mitbringen. Wie gesagt, wenn er es nicht mitbringt, hat Ramod freie Fahrt durch den Kader. Da brauche ich dann theoretisch nur einen Quiver Dance und gewinne das Game automatisch. Also das klingt sehr übertrieben, aber es ist straight up einfach so. Und deswegen, ja, glaube ich halt nicht, dass er das nicht mitbringen wird. Nochmal kurz zu den Oricorios, was er natürlich machen kann, ist so ein Feuer-Oricorio mitnehmen als Switching gegen Ramod, dann Quiver-Dance ich und dann kriegt er auch Quiver-Dance. Das wäre eine Möglichkeit. So, aber Goodra. Ja, Goodra sieht grundsätzlich ganz gut aus gegen meinen Kader, weil ich jetzt, ich habe ja nur so gesehen eine Dragon-Immunity, ich habe 2 Dragon-Immunities, genau. Aber Goodra kann halt die nötige Coverage dafür. Das Gute ist, wenn er Draco loaden will, braucht er dazu noch 2 Coverage Moves, um meine Fairies zu hitten, weil die sich ja keine Weakness teilen, was ganz gut ist. Und vor allem kann der ja kein Steel Move, der kann nur Fire und Poison und die heben sich beide gegenseitig auf, was es natürlich noch besser macht eigentlich. Das heißt, es ist sogar immer eine 50-50, was er macht. Ja, ansonsten sieht Goodra aber ziemlich gut aus. Und ich würde aber am ehesten behaupten, dass das ein Switching gegen Ramod, also dass es als Switching gegen Ramod mitkommt. Und ich denke auch, dass der so ein bisschen Mixed spielen wird, weil ich glaube nicht, dass der komplett speziell das Set loadet, weil dann Ramod wirklich Free Quiver dancen kann gegen den. Und er muss eigentlich sowas loaden wie, ja, theoretisch braucht er Steinhagel, kann der ja. Dann braucht er aber theoretisch auch noch was, um mich zu hitten, wenn ich geterrat habe. Und da bräuchte er dann noch Power Whip. Und im Grass-Typing würden, glaube ich, sogar die speziellen Moves noch ein bisschen ausreichen. Aber halt auch nicht so wirklich mega krass. Also bei Goodra gibt es eindeutig ein Moveslot-Problem.
Dass das als Switchen gegen Ramoth mitkommt, sehe ich komplett. Welche Moves er dann loadet, ist wieder eine andere Frage. Ja, genau. Gut. Aber er kann ja theoretisch einfach komplett als Ramoth Switchen fungieren und dann genau die Moves loaden, die ich gerade gesagt habe, die gegen Ramoth nötig wären. Das kann er machen. Okay, kommen wir zum nächsten Mon. Das ist Corviknight. Ja, Corviknight kommt auch safe mit, bin ich der Meinung, weil Corviknight ist ein sehr, sehr gutes Mon gegen meinen Kader. Es wird eigentlich nur von Kilowattrel und von Ramoth gehopst, aber dafür hat er ja andere Switch-ins, wie eben zum Beispiel Gudra. Und es ist halt auch ziemlich gut gegen Quirquavel, es ist ziemlich gut gegen Roaring Moon, weil ich dann nicht so wirklich heftige Moves habe, auf denen, die den hitten können. Es ist gut gegen Tinkerton, obwohl Tinkerton eigentlich der natürliche Erzfeind sein sollte. Es ist dann noch relativ gut. Ja, das ist auch noch sehr gut gegen Donphan, true, das ist auch noch so ein Ding. Und gegen Bramblegast. Also, Kramer wallt sehr viel aus meinem Team. Deswegen glaube ich auch, dass das mitkommen wird. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier nicht ein bisschen zu dunkel bin. Mal schauen, ob es so besser ist. Ja, schon. Gut. Das Tageslicht. Ja, Kramor kommt mit. Auf jeden Fall. Nächstes Mon, Komala. Sehe ich eher weniger, weil Komala gleiches Prinzip wie bei Leafeon und Haunter. Es gibt einfach Mons, die die Rolle besser erfüllen als Komala. Komala wäre, wenn dann irgendwie so ein Mon, welches gegen Ramoth als Switchen fungieren könnte, weil es ja Spedef-technisch relativ gut ist. Aber da stellt sich mir dann wieder die Frage, warum Komala und nicht Gudra? Es würde mich jetzt nicht aus allen Welten schockieren, wenn es dabei wäre. Aber wenn das dabei ist und Gudra nicht, dann frage ich mich halt, was war der Plan dahinter? So. Ja, klar kann er denken, er will ein Wish, um quasi das Game ein bisschen zu verlangsamen, weil ich ja relativ schnell spielen muss. Aber insgesamt sehe ich das halt einfach nicht so wirklich krass. Deswegen denke ich halt, dass Komala nicht mitkommt. Weil es einfach Gudra gibt, der die Rolle viel besser erfüllt. Nächstes Mon ist Nachistek. Den sehe ich auch eher weniger. Ich wüsste jetzt auch nicht so unbedingt, was der machen will, weil mein Water-Type kommt eh nicht wirklich rein in den. Also beide Water-Types kommen nicht rein in den, weil der eine ist offensiv, der andere ist eigentlich auch so irgendwie so ein Mittelding, so auch eher offensiv. Und mein Steel-Type, ja, kann da zwar theoretisch reinkommen, aber hat jetzt auch nicht so wirklich Bock. Und ich wüsste nicht, warum ich nicht einfach immer Donphan in den reinschicken sollte, der auch komplettes 1v1 gegen den gewinnt. Daher denke ich halt nicht, dass ich das Nachi-Stack mitkommen wird. Vor allem wüsste ich nicht, welche Rolle der unbedingt erfüllen sollte. Switchen für Ramoth? Nee, ich habe Giga Drain, also der ist nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Er kann natürlich irgendwie so Midground spielen und Nachi mitnehmen, weil er die Salt Cure haben will für mein ungeterrertes Ramoth und mein Water Ramoth. Das wäre eine Möglichkeit. Aber sonst sehe ich den halt einfach nicht so wirklich heftig. Würde mich überraschen. Vor allem wüsste ich halt nicht, was er dafür zu Hause lässt. Wer es mitbekommen hat, ich habe bisher 5 Mons genannt, die ich sehe, dass sie mitkommen. Und der 6. kommt jetzt zum Schluss, das ist Slowbro. Slowbro ist ein Mon, das sieht jetzt per se nicht so wirklich mega gut gegen mich aus. Na, möchte ich nur mal klarstellen. Das ist jetzt nicht so das Geilste, was ich habe, was gegen mich so dasteht, weil Roaring Moon nimmt den Guten weg, Ramoth nimmt den gut weg, Kilowattrel nimmt den gut weg und Bramblegast eigentlich auch. Also ich habe Mons, die nehmen den gut weg, aber er braucht den aus einem Grund, weil er sonst straight up keinen Quirquavel Switch-In hat. Er braucht ein Mon, welches beide Steps von Quirquavel resistet, weil sonst hat er ein Problem. Warum? Sehen wir eh nachher im Team. Aber ich kann nur so viel verraten, wenn Slowbro nicht mitkommt, dann ist Quirquavel genauso. Der ist dann schon ziemlich Gucci. Und ich würde behaupten, ziemlich nice.
Deswegen unbedingt darauf achten, ob Slowbro dabei ist oder nicht. Wie gesagt, er muss eigentlich mitkommen. Er muss eigentlich mitkommen, weil der sonst ein kleines Problemchen bekommt. Ja. Gut. Also, welche Mons sehe ich? Iron Valiant, Corviknight, Sandshox, Gudra, Slowbro und Chien Pao. Also eh vom Tier her auch die besten Mons sind auch, finde ich, in diesem Matchup am besten. Kommen wir zu meinem Team. Es sind ein paar wilde Sachen dabei. Auf jeden Fall ein paar wilde Sachen, also wirklich. Aber jetzt gibt es erstmal einen Cut. Gut, also wir starten mal. Ich habe dabei Quickquavel, Roaring Moon, Bramblegast, Kilowattrel, Volcarona und Tinkerton sind meine Mons, die dabei sind. Fangen wir gleich mit Quickquavel an, und zwar Band. Band Quickquavel sieht gegen das Team ziemlich, ziemlich gut aus, weil vor allem kann man, wenn Slowbro nicht dabei ist, wie gesagt, dann kann ich immer zetzen. Also Haunter kommt ja, glaube ich, eh nicht mit, und so Band zets ist schon ziemlich strong und nehmen da jetzt nicht so viele Mons. Ich habe geguckt, nicht mal komplett für Steph Corviknight nimmt den. Ich spiele deshalb auch Adamant und ich spiele, weil wir dann Corviknight auch two-shotten mit Zets. Das heißt, wenn Slowbro nicht dabei ist und wir bekommen irgendwie ein gutes Lead-Matchup oder so zum Beispiel, ja, dann kriegen wir straight up einen Kill. So, das ist ziemlich geil. Weil imagine, du könntest einfach Quickquavel gehen, also leaden. Er leadet, keine Ahnung, Chien Pao oder so. Er killt mich nicht, außer er spielt Psychic Fangs, was er in dem Matchup eigentlich... Er kann es loaden, wegen Quickquavel, but not sure. Aber ja. Ja, imagine, das ist das Matchup und er loadet nicht Psychic Fangs. Wir kriegen einfach straight up den Kill mit Zets. Also wenn Slowbro nicht dabei ist. Und ja, das ist ziemlich cool. Wir spielen natürlich Moxie. Wir spielen auch Aquajet, Zets, U-Turn und Aquastep. Aquajet war mir fast schon am wichtigsten, weil wir damit mit Band und Adamant können wir ein Chien Pao eigentlich von Half-Life runter revengen und Iron Valiant circa das gleiche. Also wir machen, glaube ich, dem Iron Valiant mal safe über 50. Oder safe 50, sagen wir so, bis 50, sowas. Und Chien Pao machen wir noch ein bisschen mehr. Ist schon ziemlich gut. Sandshox können wir auch revengen damit. Ja, und einem Oricorio könnten wir theoretisch auch noch ziemlich viel Damage drücken. Okay, dann wie sieht's aus mit der EV-Verteilung? Full Attack Adamant einfach für Böllerei. 148 Speed, also ich habe nicht gespeedcreept auf sowas wie Gudra. Sondern ich habe gespeedcreept, dass wir mit Aqua Step, wenn wir plus 1 init sind, dass wir dann schneller sind als alles halt. Alles nicht gescarfte. Aqua Step kennt ihr ja eh. Gibt Speed Boost, ist ziemlich strong. Genau, dann habe ich noch 100 HP reingepumpt. 173 beste Zahl, die wir so bekommen können. Weil 174 ist Müll, weil gerade. 175 wäre noch besser, aber können wir nicht spielen, weil dafür haben die EVs nicht mehr gereicht. Und... genau, das ist eigentlich das Investment. Die Ente-Wurzel. Das war Quickquavel. Gucken wir das nächste Mon an. Das ist der krasse Typ. Den spielen wir mit Yachi Berry, damit wir von, nachdem wir gedragondanced haben, nicht so easy von einem Chien Pao mit Ice Shard revenge werden können. Ice Shard macht nämlich, ja, wenn er kein damage boostendes Item trägt, macht Ice Shard dann nur noch um die 30% mit der Berry. Wir müssen den aber dann natürlich auch revengen und das kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. Dafür spielen wir aber eben Iron Head. Wir spielen Iron Head, weil so können wir beide seine T1 Mons eigentlich cleanen, weil wir damit eben Chien Pao und Iron Valiant gut treffen. Mit Crunch, also wenn wir gesetupt sind, können wir dann auch irgendwann Corviknight brechen. Genauso wie Sandshox. Gudra ist schwierig mit Gudra. Da muss man aufpassen, weil der kann natürlich was leben. Slowbro breaken wir natürlich und die restlichen Mons, die sehe ich ja eher weniger. Aber keins von denen nimmt beide. Also keins von denen nimmt beide Hits, beziehungsweise Crunch ist eigentlich sehr, sehr gut gegen ihn.
Und für Iron Valiant haben wir ja eben. Und für Iron Valiant und Chien Pao gibt es einen Move, den wir nur drücken müssen. Nämlich Iron Head. Deswegen ist Dragonlance ganz geil. Und Roost habe ich noch dabei, einfach um mich zu heilen. Falls er eben mich downchippen will mit sowas wie Rocky Helmet oder so, könnten wir auch nochmal roosten, um weniger Damage zu bekommen. Falls er dann denkt, dass er mich mit Ice Shot revengen kann. Okay, investmenttechnisch ist es relativ unspektakulär. Wir spielen Full Attack, aber wir spielen Jolly Wesen mit 236 im Speed. Damit outspeeden wir halt Iron Valiant safe. Und ja, dann noch 12 in der Defense, 4 HP und 4 Speed Def. 181 war mir eine sympathische KP-Anzahl. Und Hauptsache nicht gerade, vor allem nicht 180. Und ja, das ist es eigentlich. Der soll eskalieren. So, als nächstes haben wir Bramblegast, das Tumbleweed mit Lefties Infiltrator als Ability, weil ich keinen Windmove sehe eigentlich auf seiner in seinem Team. Hurricane hat er nicht wirklich, außer auf den Oricorios, aber da spielst du eigentlich lieber Air Slash, to be honest. Deswegen, wir spielen ein spezielles Bramblegast, weil ein physisches in diesem Matchup einfach nicht so geil ist. Und Giga Drain sieht ziemlich gut aus gegen das Team. Also wir spielen Giga Drain, Leech Seed, Spikes und Strength Zap. Ja, wir spielen weder Spin noch Shadow Sneak. Shadow Sneak habe ich nicht wirklich gesehen, weil ich nicht wüsste, gegen wen wir das hier drücken sollten. Weil gegen Iron Valiant machen wir eh nicht viel Schaden. Und da hätten wir auch Aqua Jet mit Quavel. Und gegen Chien Pao machen sowieso nichts mit Shadow Sneak. Deswegen habe ich es nicht so ganz gesehen. Ja. Sonst brauche ich Shadow Sneak auch nicht so wirklich. Also habe ich einfach nicht so gefühlt in dem Matchup. Zumindest, ich habe halt sehr gegen das Team gebaut, das ich halt gesehen habe, was mitkommt. Aber was ist denn unsere Hauptfunktion? Unsere Hauptfunktion mit Bramblegast ist, dass wir der Sandy Shock Switchin sind. Weil, wie schon erwähnt, ist mein Donphan ziemlich rotz gegen Sandy Shocks. Weswegen es auch nicht mal dabei ist. Donphan hat wirklich ein schlechtes Matchup hier. Habe ich gar nicht gefühlt, das Mon. Deswegen Bramblegast, weil der nimmt beide Steps gut, Sandy Shocks kann keinen Feuermove, der darf ja auch nicht daran, weil meine Lieblingstaktik im Yu-Yu ist es momentan, Terra Feuer zu spielen und mit Terra Blast einfach instant wegzuknallen, die Bramblegasts, aber ja. Genau, dann haben wir Moves sind eigentlich eh ganz easy, weil Leafeon nicht mitkommt, kann ich einfach, also sage ich, dass nicht mitkommt, kann ich einfach immer seeden. Spikes sind auch ziemlich strong. Und ja, sonst spielen wir halt ziemlich Full HP, 161 ist so das Beste, was ich rausholen konnte. Dann haben wir 100 Defense, also wir haben zuerst einmal geschaut, dass uns ein Spec Sandy Shocks unter 40% macht, wenn wir reinkommen. Dafür brauchen wir eben dieses KP und Bedef Investment mit Calm auch noch. Und Defense habe ich dann einfach den Rest reingehauen und 4 Spezattacks sind noch übrig geblieben. Mit Giga Drain hitten wir eigentlich alles auch ganz gut, was wir hitten wollen. Genau. Gut, kommen wir zum Focial. So, der Focial mit Boots und Volt Absorb. Ich habe lange überlegt, ob ich Volt Absorb spiele oder ob ich Competitive spiele. Weil Competitive wäre natürlich auch cool, falls ich Hazards lege und er sie defoggen will. Würde er mich extremst boosten und es wäre natürlich ganz geil. Aber sogar. Ja, das Problem ist, dass ich sogar mit geboostetem Spezattack gegen Sandy Shocks halt nichts mache, weswegen ich die Idee auch relativ schnell verworfen habe. Dachte ich mir dann, okay, ich nehme mir doch eine Elektroimmunität mit, damit er nicht immer for free re-switchen kann. Dann wird es zumindest ein Prediction Game. Ja. Wir haben 188 Speed mit Timid. Damit können wir Iron Valiant outspeeden, was wir auch wollen. Wir spielen sonst Full Spez Attack, also sehr offensiv, aber mit 52 Speed Def und 12 HP Investment können wir zumindest einen Power Jam überleben von Sandy Shocks, das nicht gespexed ist, also non-damage boosted. Aber halt so Scarf oder so würde funktionieren. Das wird es leben. Und zwar safe, wenn wir Full Life sind. Ja. Ja, wir spielen U-Turn, Roost, R/T-Bolt. U-Turn ist mir einfach sicherer als V-Switch. So als Momentum-Move.
Klar könnte man immer sagen, dass V-Switch besser ist, aber Sandy Shocks kommt halt wirklich richtig free rein in den. Deswegen will ich eigentlich nicht V-Switch spielen, weil dann bekommen wir halt kein Momentum und wir wollen das Momentum. Wir haben auch noch, ja, Roost ist glaube ich obvious, dann T-Bolt ist auch obvious, damit können wir halt sowas wie Kramor eben gut hitten. Darum ging es mir auch, dass wir Kramor Safe 2 hitten, damit dass das Matchup halt immer free ist quasi für uns. Und Air Slash spiele ich, um ja, Iron Valiant eigentlich zu killen. Da reicht Air Slash, wir brauchen kein Hurricane und gegen alle anderen Mons wollen wir eigentlich eh T-Bolten oder rausgehen. Deswegen, ja, und gegen Leafeon reicht es auch, falls das mitkommen sollte. Genau, also wir wollen jetzt nicht unbedingt Hurricanes missen. Was wir sowieso nicht gemacht hätten natürlich. Ne? Also ich, ne, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde Hurricane nicht mitnehmen, weil es eh nur Mist. Nein, nein, das hittet immer. Und Air Slash reicht aber einfach. Wir müssen kein unnötiges Risiko eingehen. Kommen wir zu den letzten beiden Mons. Einmal Volcarona mit Boots und dem Terra-Typ Wasser. Aber keinem Terra Blast. Ich habe es nicht so ganz gefühlt. Also wir spielen ein sehr bulky Volcarona mit fast Full HP, mit 60 Defense und mit, ja, aber so viel Speed. Also wir wollen, ich glaube, ich habe auf Oricorio gespeedcreept, wenn mich nicht alles täuscht, damit ich ja die Oricorios outspeede. Und Leafeon und Haunter waren mir dann eher so ein bisschen wurscht, weil die uns eh nicht so viel machen können. Aber ja, Feuer-Oricorio ist aber wie gesagt ein bisschen stressig. Das hoffe ich einfach mal, dass das nicht mitkommt. Dass wenn ein Oricorio mitkommt, dass es bitte nicht das Feuer Oricorio ist. Weil das Problem ist ja auch noch, also das hier zählt wahrscheinlich auch noch als Dance-Move, weil es hat Dance halt drin. Das heißt, dass Oricorio tatsächlich ziemlich stressig ist gegen, also für mich, mit Ramot. Mal schauen, ob er es mitbringt. Dann ist wahrscheinlich Feuer Oricorio sogar noch ein besseres Switch in Ramot als Gudra. Wobei man sagen muss, nur so bedingt, weil ich könnte ja Terra Blast Wasser haben. Ich habe es nicht dabei. Warum habe ich es nicht dabei? Weil die anderen Moves für mich wichtiger waren. Ohne Book Boots machen wir wirklich genau gar nichts gegen Gudra. Und ohne Book Boots haben wir jetzt auch nicht so einen kompletten Überkill-Move für Slowbro. Und Bugbuzz ist generell auch einfach ein Move, der sehr vieles hier gut hittet. Terra Blast Wasser habe ich nicht so gefühlt, weil wir ja gegen viele Mons einfach straight up was anderes drücken wollen. Weil gegen Sandy Shocks können wir einfach Giga Drainen, was auf plus 1 normal, im Normalfall schon killen kann. Gegen Nachi können wir auch ohne Probleme Giga Drain drücken. Und sonst wollen wir eigentlich immer entweder Feuer oder Käfer Move drücken. Deswegen habe ich keinen Terra Blast Wasser dabei. Das kann natürlich durchaus ein Fehler sein, jetzt so. Aber sollte es der Fall sein, dass dieses Feuer-Oricorio wirklich dabei ist, oder generell irgendein Oricorio, ne, ist ja immer stressig, aber das Feuer-Oricorio ist... Na, eigentlich ist das Elektro-Oricorio das Beste, das stimmt. Eigentlich ist das Feuer-Oricorio Int, weil er nicht... weil er straight up eigentlich nicht... safe davon ausgehen kann, dass ich kein Terra-Wasser-Move dabei habe. Ja, das muss man eigentlich so sehen. Er müsste ein anderes Oricorio mitbringen und dann macht Fiery Dance aber doch gut Schaden. Auch wenn er das auch drückt, aber wenn ich schon im Terra-Wasser drin bin, dann macht er mir halt nichts. Ja. Genau. Gut, also. Wir spielen sehr bulky, weil wir dann auch was leben. Und wir... Genau, warum ich auch Terra Wasser und nicht Terra Pflanze spiele, weil ich dann nicht von Chien Pao einfach so revenged werden kann mit Ice Shard. Das war mir auch noch wichtig, dass wir die Ice Resistance behalten. Gut. Aber ich habe lange überlegt, ob ich welches ich nehme, Wasser oder Pflanze. Ich bin sogar am überlegen, ob ich überhaupt Terran will. Es ist schwierig. Also es kommt, ist je nach Matchverlauf. Okay, gut. Gehen wir weiter. Und jetzt kommt das wildeste Set, glaube ich. Nämlich fucking Scarf Tinkerton. Warum Scarf Tinkerton? Und mit Gigaton Hammer. Und mit Fling. Also ihr seht schon, wild, 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 wild. Tinkerton one-hitted beide T1-Mons. Easy und gratis.
Problem ist nur, dass ich langsamer bin. Das heißt, dass es durchaus sein kann, dass ich halt absolut, ja, blöd dastehe. Ne? Weil Tinkerton ist kein Switching gegen Sacred Sword von Chien Pao. Tinkerton ist kein Switching gegen Zeds von Iron Valiant. Das heißt folgendermaßen, wir spielen Full Attack Adamant mit 188 Speed, damit wir alles outspeeden können ohne Probleme. Wir spielen sehr viel Spedef Investment, wobei das gar nicht wichtig ist. Das Spedef Investment spiele ich deshalb, weil wir, ich habe extra kein HP und kein Defense Investment reingetan, nur 4 Punkte, weil das nicht mehr ausmacht. Aber ich spiele so wenig Investment im physischen Bulk, dass Chien Pao uns mit Sacred Sword eigentlich immer two-hitten kann. Das heißt, ich möchte, falls es dazu kommt, dass Chien Pao vor uns steht und wir switchen in Tinkerton rein, möchte ich, dass der uns mit Sacred Sword safe über 50% macht, damit wir ihn in ein in noch ein Sacred Sword reinbaiten, wo er sich denkt, geil, ich drücke jetzt einfach Sacred Sword und der stirbt. Was ich sowieso tue, weil Non-Damage Boosted macht er mir schon über 50, also 50 Min. Ich glaube, es gibt nur eine Roll quasi, die knapp unter der Hälfte macht. Da könnte er dann rausgehen. Aber wir hoffen mal auf eine höhere Roll oder dass er irgendwie Damage Boosted ist, dass er uns mehr Schaden macht. Banned leben wir. Und Banned into Ice Shard gibt es ja nicht, weil er halt gelockt ist. Und dann können wir mit Gigaton revengen. weil wir quasi in noch einen Move reinbaiten, weil er denkt, ja, der stirbt jetzt eh. Und ja, das wäre so der Plan. Selbes mit Iron Valiant. Und das einzige Problem, das bei dem Set auftauchen könnte, wäre, wenn er Sub spielt. Wenn er auf meinen Switch-In, also auf meinen Switch-In Tinkerton Sub drückt, ist schwierig. Da müssen wir Gigaton spammen. Und strugglen. Ist mir scheißegal, da müssen wir einfach strugglen, es geht nicht anders. Ja, dieses Set ist aber natürlich useless, sobald die T1-Mons tot sind. Deswegen dachte ich mir, damit ich kein komplettes useless-Mon dann noch habe, werfe ich meinen Scarf dann einfach weg mit Fling und kann dann das Mon wieder irgendwie benutzen. Es ist sehr wild. Aber hey, vielleicht funktioniert's ja. Ich weiß es nicht. Es könnte funktionieren, aber es muss nicht. Grundsätzlich ist aber so die Einstellung bei mir, wenn Slowbro dabei ist, lead ich, glaube ich, mit Tinkerton, weil eins von den T1-Mons einfach kommen könnte. Und falls die subben wollen, First Turn, ne? Quasi um zu preventen, dass ich Gigatonhammer spam. Dann, drücke ich einfach straight up Gigaton. Und falls der Slowbro nicht dabei hat, könnte ich eigentlich auch mit Quavel leaden. Also da gibt es dann eigentlich kein Problem, so gesehen. Weil er immer Angst vor Scarf haben muss. Bei Quavel. Ja, das ist es eigentlich soweit. Gibt es noch was? Glaube nicht. Es wird wild, glaube ich. Wir sehen uns dann morgen, oder? Morgen? Ja, morgen. Macht es Gucci. Bis Tenzin, sagt das im Tenzin. Und mal gucken, wie der Fight wird. Das wird, glaube ich, interessant.